willkommen zum ersten Video im Jahr 2023 auf meinem Kanal. Natürlich als erstes ein frohes neues Jahr 2023. Und dann würde ich sagen, starten wir mit dem Jahresrückblick auf das Jahr 2022. Wir haben Was ist besser für die Umwelt gemacht, das als erstes Video in diesem Jahr sogar. Mittlerweile gibt es davon 10 Teile. Wir haben FIFA Gaming Videos gemacht, auch Toca Boca Live World haben wir ein paar Gaming Videos gemacht. Am 3. März das ein Jahr YouTube-Jahres-Special. Physik-Lern-Videos, zum Beispiel zur Optik, aber auch Elektrik, Formeln. Bio, Photosynthese, Zellatmung, Joseph Presley. Trend-Challenges, also wir sind in die Trends mit eingestiegen. Wir haben Smoothies gemacht, Kekse gebacken, aber auch einen Apfelblechkuchen zum Beispiel. Wir haben Stumblegeist gespielt. Da haben wir sogar Siege erzielt. Wir haben Lateinlernvideos gemacht, zum Beispiel hier jetzt zu allen Deklinationen. Wir waren an verschiedenen Orten, so zum Beispiel bei den Steinmännchen in Kleve. Wir haben den Adventskalender gemacht, der leider nur bis zum 14. Türchen ging, aufgrund von Krankheit. 100 Abonnenten haben wir erreicht. Wir haben, wie gesagt, in den Trends ein bisschen Tänze und sowas gemacht. Wir haben Mathe-Lifehacks und Tricks gezeigt. Wir haben uns um die Umwelt gesorgt und ich habe euch dazu was erklärt. Wir haben mit den Allgemeinwissen-Shorts angefangen. Und im September habe ich meine Webseite veröffentlicht. Im September dazu war noch vom 5.9. bis zum 11.9. eine Challenge. Im Oktober hatten wir die Short-Challenge. Und dann im Dezember, wie gesagt, den Adventskalender, der nur bis zum 14. Türchen ging. Im nächsten Jahr versuche ich das dann besser zu machen, aber aufgrund von Krankheit und jetzt alles nachzuarbeiten, macht irgendwie keinen Sinn mehr. Aufrufe hatten wir insgesamt 88.875 und plus 153 Abonnenten.